Besorgt die Dokumente, egal wie. Ihr braucht es mit. Ihr solltet es mit Hinterlist versuchen. Aber derart subtile Methoden gehen über den Horizont dieser Affen. Da bin ich mir sicher. Ja, er redet gern mit sich selbst. Gut, dann holen wir eben den Müll aus dem Seeschatz von, wie hieß der Kerl? Markus. Ich hoffe, das bringt was. Markus. Ja. Geht schon. Wir haben ja sonst nichts zu tun, als rumzurennen und Sachen zu holen. Ich kümmere mich drum. So, dann schauen wir mal. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese. Dir geht's gut, Yoshimo, ist klar. Ich bin bereit. Geh spielen. So, dann suchen wir mal Herrn Markus und ich richte mal eben mein Mikro, weil das schon wieder aus dem Ohr rutscht. Oder mein Headset. Oder mein halbes Headset. Oder wer weiß, was es so genau ist. Irgendwas, wo man reinsprechen kann. So, wer bist du? Du bist Gast. Du bist Edelfrau. Du bist Edelmann. Dann haben wir hier einen Gast. Elfors. Viviek? Mit denen haben wir ja schon gesprochen. Stan und Delac. Dann gehen wir mal nach unten. Hier, wen haben wir hier? Der Daumen. Offizier Dörf. Galais hier. Markus. Ja, da hinten haben wir ja die lustigen Piraten ausgeräuchert. Also ich hätte auch kein Problem damit, Markus hier direkt umzubringen oder für böse Karma-Punkte zu bekommen, aber was soll's. Mal gucken, ob wir das Dokument irgendwie aus ihm rausquetschen können. Hey, Kollege! Hör auf, mich zu belästigen! Ich habe wichtige Geschäfte zu führen! Diese Dokumente, gebt sie einfach heraus, sonst... Ihr besitzt einige Dokumente, die ich gern kaufen möchte. Ich werde euch nun allein lassen. Diese Dokumente, gebt sie heraus, sonst. Nehmt sie und lasst mich in Ruhe. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. Hat ja gut funktioniert. Hier, ja, hier, rein, nimm mal. Ach, Flagger, nimm du das. Was ist das denn? Edwins Dokumente. Ihr habt diese Dokumente auf Wunsch Edwins von einem Händler namens Markus beschafft. Edwin hat keinen Zweifel daran gelassen, dass euch der Inhalt der Dokumente nichts angeht. Ich warte. Ja, ich kann sie natürlich auch nicht lesen. Das halt nicht. Wir flüchten. Oh nein, wir haben Eri vergessen. Braucht ihr etwas? In Ordnung. Komm mal hinterher. Lassen wir dich lieber nicht mit den Seemännern alleine. Wir wissen ja, wie sprunghaft du bist. Da ist schon geschehen. Wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Tja. Aber da oben eigentlich auch einfach rein. Das will ich mal bei der Gelegenheit ausprobieren. Das spart bestimmt einen ganzen halben Weg. Ja, einen ganzen halben. Nicht so wichtig. Ja, das ist ein Glas, in das Flüssigkeit läuft. Ich muss immer noch Mittag essen. Es ist ja erst 16 Uhr gleich. Was soll's? Wir sind alles am Tränen. Ihr. So, ja. Wir unterbrechen dich, Minsk, und wir sprechen mit Edwin. Und? Habt ihr die Dokumente, nach denen ich fragte? Diese Angelegenheit ist wichtiger als eure alltägliche, nichtssagende Korrespondenz. Ja, die Dokumente sind in der Sicherheit gebracht worden. Nein, ich bin noch nicht losgegangen, um sie zu... Ja, wir haben die Dokumente. Hervorragende Arbeit! Ihr seid ganz offensichtlich über das Vermächtnis eurer niederen Geburt hinausgewachsen. Und seid nun an die Spitze des Idiotentums vorgeprescht. Was? Das ist egal. Nun, ich habe mich mit Melvar beraten. Und wir haben beschlossen, euch einen letzten Auftrag als letzte Prüfung eurer Loyalität zu geben. Geht zu ihm und lasst euch eure letzte Aufgabe geben. Ich warte. Machst du noch irgendwas hier? Braucht ihr eine Wegbeschreibung? Oder lauft ihr einfach so dumm herum? Melvar befindet sich im Untergeschoss dieses Misthaufens. Falls ihr das nicht wissen solltet, macht euch auf den Weg. Ich hoffe, das bringt was. Steht da in den richtigen Büchern? Ja, ist ja klar, dass da Bücher sind. Ich kümmere mich. Also hier werden wir vermutlich reingekommen. Ja, damit hätten wir wirklich den ganzen halben Weg gespart.
Hier sind noch so ein paar Türen. Die Türen sollen offenbar der Fähigkeit eines Diebes Schlösser zu knacken auf die Probe stellen. Ja, darum haben wir das ja auch schon einfach so gemacht. Dann gucken wir doch mal, ob Mavaro uns vielleicht töten möchte oder sonst was. Schließlich haben wir für die gearbeitet. Speichern wir vorher lieber. Ich glaube, das mit dem Dieben habe ich vorher noch nie gemacht, darum weiß ich jetzt gerade auch gar nicht, was irgendwie passieren könnte. Ich erinnere mich zumindest überhaupt nicht mehr daran. Also Mavaro, was sagst du? Hat mir erzählt, ihr wäret ein fähiger Mann. Ziemlich gut im Diebesgeschäft, aber etwas tollpatschig, wenn ihr kämpft. Genau, was ich suche. Naja. Ich habe eine besondere Aufgabe vor euch erledigt, das für mich. Und ihr seid der Gilde, und ihr seid in der Gilde etabliert. Was immer ihr auch braucht. Aber glaubt nicht, dass es leicht wird. Es gibt einen... es gibt einen Verräter unter uns. Ja, jemand, der unser Vertrauen, das wir ihm entgegengebracht haben, missbraucht hat. Er muss eine bleibende Strafe erfahren. Er heißt Embart und ihr müsst ihn umbringen. Er ist im Seeschatz, nordwestlich des Gildenhauses, anzutreffen. Bringt mir seinen Dolch als Zeichen dafür, dass ihr eure Aufgabe erledigt habt. Er wird diesen Tag nicht überleben, das schwöre ich. Was sind seine Vergehen? Ich möchte in dieser Sache keinen Fehler machen. Was bekomme ich als Belohnung? Geringfügiger Diebstahl ist die eine Sache, aber hierbei handelt es sich um Mord. Gibt es keinen anderen Weg, das zu regeln, muss dieser Mann sterben. Was sind seine Vergehen? Seine Verbrechen sind abscheulich, bösartig und außerdem gehen sie euch nichts an. Wenn ich euch davon erzählte, würde euch dasselbe Schicksal ereilen. Versteht ihr? Ja, werter Herr. Betrachtet den Kerl als tot. Ich kann das nicht tun, ich muss ablehnen. Von Leuten wie euch nämlich keine Befehle entgeben. Ihr selbst werdet ein Verräter genannt. Ich verstehe. Welche Belohnung steht mir in dieser Angelegenheit zu? Gibt es keinen anderen Weg, diesen Mann zu verfahren? Ja, betrachtet den Kerl als tot. Gut, das ist eine Einstellung, die ich gern sehe. Zeigt ihm, was es heißt, ein Schattendieb zu sein. Und ich habe hier eine Belohnung für euch, wenn ihr zurückkommt. Los jetzt! Es ist gut, dass dies die letzte dieser Aufgaben ist. Die werden erfüllen müssen. Ein Kopfgeldiger behagt mir wahrlich nicht. Lasst uns also diesen Dieb finden und die Tat möglichst rasch vollbringen. Wir werden jemanden jagen? Gibt es keine Möglichkeit, wie wir diesen Dolch bekommen können, ohne ihn zu verletzen? Ich fühle mich so schmutzig, wenn ich auf diese Art und Weise für Diebe arbeiten muss. Schildkröte! Ja, wir bringen ihn einfach um. Weil ich keine Lust habe, mit dem zu diskutieren. Und ich immer noch das hoffe, was bis jetzt nicht passiert ist, dass unser Ruf ein Stück nach unten geht. Ich warte, ich kümmere mich. Es funktioniert ja auch nicht. Ist schon geschehen. Man bedroht Männer, man prügelt einen schwarzen Magier einfach tot, weil einem das gesagt wird und man verliert keinen Rufpunkt dadurch. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, jetzt gleich im Seeschatz, wo alle sehen, wie wir einen umbringen, verlieren wir bestimmt so viel, dass es mir auch nicht passt. Ah, das sehen wir dann ja gleich. Wie hieß denn der gleich? Gute Einstellung. Ich schlage kein Holz. Ich bin schließlich keine Axt. Doch bist du. Er heißt Embral. Embral. Embral? Offizier irgendwas. Glastier. Edelflau. Irgendwer? Gast. Edelmann. Hier ist auch der Seeschatz. Da hinten fällt einer zufällig drinne. Neuer vielleicht? Gute Idee, das mir zu übertragen. Sieht schlecht aus. Dann gucken wir mal oben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ein Embral war. Vielleicht ist er ja mittlerweile einer, aber ich glaube eher weniger. Komm, der Rede wert. Vor allem, wir laufen immer zwischen derselben Lokalität hin und her. Aber nein. Ich muss gleich wirklich mal nachgucken, ob das der Seeschatz ist. Also ich sehe kein Embral. Los, komm ja, Hera. Wir suchen Embral. Also mach hin. So, wen haben wir hier? Edelmann. Edelflau. Gast. Ich hoffe, das bringt was. Achso, wen haben wir hier noch? Ein Gast. Und hier haben wir einen Elford. Delac, Stan, Vivek. Ich sehe kein Embral. V-
fragen wir mal den Wirt. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Ja, wenn das kein bekanntes Gesicht ist. Ihr besucht noch einmal den Seeschatz. Und den Daumen. Und der Daumen heißt euch willkommen. Habt ihr denn auch ein bisschen Durst mitgebracht? Ja, ich möchte gerne was trinken. Nein, genau genommen. Ich gehe dann wieder. Ja, ich möchte was trinken.